ihr Lieben, herzlich willkommen zum Teil 2 unserer melodischen Übung, nur mit nur 5 Tönen hier an der D-Chord. Und zwar haben wir hier die 1, die 2, die 4, die 6 und die 5. Die spielen wir gleich Hand to Hand und bringen eine Dynamik rein. Wir spielen zwar mit System, aber eine Dynamik, mal lauter, mal leiser, Pausen ganz wichtig, ne, um da Gefühl reinzubringen. Und das ist halt auch eine tägliche Übung, wenn ihr Anfänger seid oder leicht fortgeschritten, dass ihr da so ein bisschen in den Flow kommt, ne? Oder wenn ihr einfach mal entspannen wollt und nicht unbedingt Pattern lernen möchtet, dann könnt ihr wirklich diese Übung machen, um einfach auch mal nach einem stressigen Tag richtig zu entspannen. Ich mache das auch immer so. Und wie gesagt, diese Übung, die ist auch wirklich, um gleichmäßig in den Flow reinzukommen. Also hier die 1, die 2, die 4, die 6 und die 5. Ne, da könnt ihr mal lauter und leiser. Wir spielen abwechselnd hier die 1, die 5 und dann gehen wir hier oben zu der 6. Von der 5 auf die 6, dann auf die 4. Dann wechseln wir mal mit der linken Hand, ne, von der 1 auf die 2. Und die anderen Noten, die spielen wir einfach so im Wechsel weiter, ne? Leidenschaft reinbringen, so. So ein Sturm, ne, kann man sich auch vorstellen, der auf so aufzieht. Und dann wieder ein bisschen abflaut. Verstanden, ne, worum es hier in dieser Übung geht. Probiert das einfach mal aus und geht einfach rein ins Gefühl. Ja, und langsam ausklingen lassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und natürlich fürs Üben. Wenn ihr das nachspielt, macht mich das total froh und glücklich. Und auf eure Feedbacks freue ich mich. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Übung findet. Und ja, abonniert meinen Kanal, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und das macht mich besonders froh. Wenn wirklich regelmäßig Zuschauer dabei sind, dann weiß ich auch, ja, dass mein kleiner Kanal wächst und dann weiß ich auch, wofür ich morgens aufstehe. Ich brenne nämlich total dafür und weil ich ja selber Lernende bin, ich bin schon eine leicht fortgeschrittene Spielerin, aber ich habe auch mal am Anfang da gestanden und habe nicht so richtig gewusst, was ich halt so üben soll und wie komme ich weiter, ne? Aber wir kommen wirklich weiter, indem wir die Grundlagen ganz sicher üben. Und oftmals ist das Grundlagenüben unspannend. Also mir hat das nicht so wirklich Spaß gemacht, was ich damals an die Hand bekommen habe. Und ich finde, wenn die Grundlagen schon Spaß machen zum Üben, dann will man auch mehr, ne? Dann wirft man das nicht gleich hin und bleibt einfach am Ball und macht weiter. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid. Und ja, ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Tschüss!